herzlich willkommen zu unserer ersten Rhythmusübung. Da diese Übung auch Anfängern, Quereinsteigern, Beginnern die Chance geben soll, da gut einzusteigen, starten wir heute mit zwei einfachen Akkorden, nämlich einem C-Dur-Akkord und einem G-Dur-Akkord. Wir haben 6 Abschläge auf C, 6 Schläge auf G. Abschläge, so. Ich sag's euch. 1, 2, 3, 4, 1, 2, Wechsel, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Der C-Dur-Akkord. Erster Bund H-Seite, zweiter Bund D-Seite, dritter Bund A-Seite, der Rest bleibt offen. Ihr fangt den Akkord ab der A-Seite an. 6 Abschläge. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Der nächste Akkord kommt auf die 3. Also auf die Zählzeit 3. G-Dur. Das heißt, zweiter Bund A-Seite, dritter Bund tiefe E-Seite und dritter Bund hohe E-Seite, der Rest bleibt offen. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Versucht es so sauber wie möglich zu machen, reduziertes Tempo. Schaut, dass ihr hier so weit wie möglich die Finger voneinander spreizen könnt. Der C-Dur brauchte das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vom Rhythmus her zählt es bitte in 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, Takt mit Akkordwechsel. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Probiert es gerne mal selbst aus. Bis dann. Tschüss.